Sony und Stilrad feiern heute die, sage ich mal, Symbiose der urbanen Mobilität. Das heißt, zum ersten Mal trifft das Thema Fahrrad auf das Thema Smartphone. Das Fahrrad ist mobil und für den urbanen Menschen, das Telefon ist es auch. Weil natürlich der Mensch in der Stadt sich heute mit dem Smartphone und dem Fahrrad bewegt. Und was wir jetzt gemacht haben, ist ein Sony-Fahrrad produziert, an dem dieses Sony-Smartphone angedockt werden kann, beim Fahren geladen wird und mit einer App und einem zugehörigen Smartband, betrieben werden kann. Und damit trackt man natürlich, wohin man geht, was man gemacht hat etc. Man kann aber auch über die ganzen sozialen Netzwerke miteinander kommunizieren. Und das ist eigentlich ein Novum und extrem spannend. Also das Novum daran ist, dass man, wie der Michael schon gesagt hat, nicht nur die Bewegung trackt, sondern auch, was hat man gemacht, was für Bilder hat man gemacht, was für Musik hat man gehört. Also das persönliche Tagebuch, die Aufzeichnung des persönlichen Lebens, wenn man es möchte, kann man das über die App im Telefon machen. Und man kann gleichzeitig, während man Fahrrad fährt, das Telefon auch noch aufladen. Ein extra Adapter gebaut im Endeffekt, mit dem man das Telefon raus und reinnehmen kann. Und wenn es, sobald es drin ist und eingerastet ist, wird es über den Fahrraddynamo geladen, sodass man eben auf längeren Strecken ein geladenes Fahrrad dabei hat. Oder ein geladenes Telefon dabei hat. Also derselbe Dynamo, der normalerweise Licht oder sowas speisen würde. So ist es. Und die Idee ist natürlich, dass ein solches Smartphone am Ende des Tages ein Armaturenbrett im Auto ersetzt, weil die Navigation fürs Fahrrad drin ist, man damit telefonieren kann, man tracken kann, wo man hingeht, man seine Musik hören kann und so weiter und so fort. Eigentlich in der Tat unglaublich Zukunft, weil die urbane Mobilität ja bekanntermaßen vom Auto aufs Fahrrad geht. So, und was kann man jetzt mit dem Rad machen? Das kann man bei Stilrad kaufen, man kann es mieten, man kriegt es geschenkt. Wir haben eine. Wir sind uns noch nicht gar nicht so einig drüber. Manche Leute kriegen es geschenkt, genau. Nein, also was wir machen, wir bieten an, das im Sommer hier auch zu mieten, im Paket sozusagen mit dem Telefon und mit dem Smartband, dass wir von Mai, Juni, Juli das in München umherfahren kann und auch in Berlin, wo Stilrad auch vertreten ist. Wir haben eine extra App entwickeln lassen von Nectar and Pulse. Das sind die ganz persönlichen Stadtführer, sodass man eine ganz individuelle Stadtführung von München und Berlin bekommt, wie man sie noch nie gesehen hat. Und laden dazu sehr herzlich ein, hier bei Stilrad vorbeizuschauen und sich die Räder auszuleihen. Und Stilrad finde ich in München wo? In Stilrad ist in München in der Pacelli-Straße im Amtsgericht. Genau da.